Hallo meine Freunde, da sind wir wieder. Das heißt ich, ihr habt mich gerade eingeschaltet, sonst würdet ihr mich nicht hören. Ich habe mir mal die Zeit genommen und habe so ein bisschen durch die Dinge von dem Microsoft Flight Simulator durchgestöbert, angeschaut. Und ich habe vor ganz, ganz langer Zeit mal angefangen, ein paar Wildnisflüge zu machen. Und ich denke, hey, warum machen wir das nicht mal gemeinsam? Und ich habe eine Weile rumgeguckt und das ist so, ich sag mal, ich habe hier 6 Durchgänge oder ja, 6 verschiedene Flüge, das heißt 6 Starts, 6 Landungen und immer so um die 30 Minuten rum. Großes Gelaber gibt es nur am Anfang, dann wird gelandet, dann wird neu aufgetankt und die nächste Etappe begonnen und ich trenne die Filme voneinander. Ich mache das nicht in einem Zug. Ich weiß gar nicht, ob ich heute überhaupt alle 6 Teile schaffe. Vorher habe ich das im Prinzip, aber die Videos müssen ja sozusagen, bevor man sie auf YouTube einstellt, noch bearbeitet und so weiter. Es muss ein paar Dinge passieren. Und der Gestalt weiß ich nicht, ob heute die komplette Serie fertig werden wird. Ist aber, glaube ich, auch gar nicht notwendig. Wir fliegen mit einer Cessna 172 Skyhawk mit der Garmin 1000 Ausrüstung. Wir schauen es direkt an. Wir gehen sofort ins Menü. Oh, das gibt ja eine ganz schön Zickzack-Fliegerei hier. Also merkt euch das, wie das geflogen wird. ich glaube, wenn man einfacher ausgestattete Flugzeuge hat, dann weiß man nicht, wo es lang geht. Dann muss man irgendwie ein bisschen intuitiv vielleicht eine Landkarte ausgeklappt haben, der Beschreibung folgen. Hat man aber ein Glascockpit, dann weiß man ja, wo es lang geht, weil die Flüge sind ja sozusagen im System drin und das System arbeitet mit den Garmins und das Garmin nimmt sich dann einfach die Flugdaten, die man braucht, beziehungsweise die Daten des Weges raus. Und dann ist gut, auf Deutsch gesagt. So, Kiste steht da. Oh, die steht ja schon flugbereit da. Das ist natürlich noch schöner. Das heißt, wir... Ich schau mal. Ich habe vorhin im Wildnisflug gesehen, da konnte man mit dem Tower funken. Das ist jetzt hier nicht so... Also, wir fliegen. Sobald Sie sich einmal über den Flughafen Kopenhagen befinden, dem Startpunkt der Reise, richten Sie die Nase der 172 nach Nordwesten. In welche Richtung stehen wir jetzt? Also wir müssen dann praktisch so Kurs 315 fliegen. Nach Nordwesten aus, dann dauert es nicht lange, bis sie über Schloss Amalienburg fliegen, ein Komplex aus 4 großen Schlössern, die der dänischen Königsfamilie und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, das Schöne ist, wir kriegen es da ja angezeigt, also ich brauche euch das nicht weiter vorzulesen. Ich habe die Uhr auf Start geklickt, da gibt es so eine Uhr, die dann mitläuft. Ja, dann gehe ich mal davon aus, dass der Check ja auch erledigt ist für die Cessna. Leider ist meine Mitfliegerin wieder mal nicht von der Partie. Ich bin ja mal gespannt, wann das mal gefixt wird, dass das in den Flugzeugen funktioniert. Klappen draußen. Ich setze gerne Klappen für den Start. So, wie ist die Trimmung? So, das passt auch. Dann will ich nur noch wissen, wie die Lichter sind.
Okay, das stimmt soweit. Also leichter Wind von links. Dann das rein. Auch cool. Sie wird hingestellt, ohne dass die Bremsen angezogen sind. Aber natürlich habe ich das völlig naiv und ein bisschen vergesslich, wie ich bin, auch vergessen nachzuschauen. Sehr schön lange Startbahn, so das lobe ich mir. Ja, das wollte ich eigentlich gerne aushaben. Wie ich das auskriege, weiß ich komischerweise oder seltsamerweise nicht. Ich hoffe, das bleibt jetzt aus, das Ding, der Hinweis, weil den kann ich bei dem Film nicht brauchen. So, dann schauen wir mal, ob wir getrimmt sind. Geht immer ein bisschen nach links, aber damit können wir leben. So, jetzt fliegen wir natürlich über Kopenhagen. Sieht auch sehr hübsch aus, muss ich sagen, so auf den ersten Blick. So, wenn ich das zweite Mal hingucke, auch die Häuser sind nett gemacht, die Straßenpartien. Natürlich sind auch viele graue Gebäude dabei und das finde ich sehr dunkelgraue, nicht mal grau, dunkelgraue Gebäude. Und das finde ich ein bisschen, also ich glaube, ich war einmal in Dänemark. Ich habe das sehr bunt in Erinnerung, sehr farbenfroh, sehr lustig, sehr, ja, wie schönes Wetter, also irgendwie gar nicht so dunkelgrau. Hier wieder sehr, sehr viel Wasser. Ne? Gefällt mir.
ist auch toll, dass sie das ganze Wildnisflüge bezeichnen. Wir fliegen aber über die absolute Zivilisation. Ihr kennt mich, ich brauche eigentlich nicht viel darüber zu erzählen. Ich fliege natürlich die Cessna 172 unwahrscheinlich gerne. Also wenn man mir so ein Flugzeug in die Hände drückt, kann man nichts falsch machen. Das ist so, ich sage immer wieder, wie Golf fahren. Hoffentlich sind alle anderen Autofahrer jetzt nicht beleidigt, die vielleicht einen Opel fahren oder einen Ford oder was weiß ich was. Und nebenbei bemerkt, ich bin kein besonderer Freund von VW. Also den Namen Volkswagen hat sich die Firma im Prinzip schon lange nicht mehr verdient. Ups, wir sinken. Höhetrim. Bei den Preisen ist es alles nur nicht Volkswagen. Ja, ich trinke mal ein Stückchen Wasser mit ganz bisschen Geschmack. Ja, das ist ja hier leider die Sicht nach vorne ein bisschen eingeschränkt, weil ich kann nach oben klicken, wie ich will. Das geht nicht. Also müssen wir uns mit der tollen Aussicht nach draußen begnügen, also aus der Seitenfenster. Das sieht natürlich immer wieder cool aus, die Spiegelung auf dem Wasser vom Himmel. Da fliegen wir an der Kirche vorbei. So, natürlich habe ich den Text nicht komplett gelesen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange diese Etappe hier dauert. Aber ich würde mal sagen, wenn das Ganze eine halbe Stunde dauert, ungefähr, dann haben wir das erste Drittel ja schon hinter uns. Und ja, dann geht's in sozusagen in ungefähr 20 Minuten ja schon wieder zur Landung. Ist das traurig. Ja. Ich möchte gern Pilot, hab's echt schwer in meinem Leben.
Wobei ich heute echt Gaudi hatte. Wird keinen Menschen interessieren, aber trotzdem erzähle ich es mal wieder. Wie ihr wisst, ich bin ja sehr viel mit dem Fahrrad unterwegs. Und ich wollte heute unbedingt einkaufen gehen. Und das Wetter ist nicht toll, es nieselt, es hat die Nacht geregnet. Ich bin ja absolut neugierig. Ich wohne ja hier erst seit 3-4 Jahren. Und habe deshalb noch lange nicht jeden Weg erobert und gelaufen und auch nicht mit Rad gefahren. Und ich dachte, hey, was passiert eigentlich, wenn ich da jetzt geradeaus war? Auf dem Weg zum Einkaufen, zum Netto sozusagen. Und da gibt es also mindestens schon 3 Wege, die ich nehmen könnte. So lang, so lang, so lang. Und so, ja, das ist im ersten Fünftel, Sechstel der Strecke. Ja, ich könnte es doch hier geradeaus fahren. Ja, und am Anfang war es auch ganz angenehm, geradeaus zu fahren. Es war ein schöner, geteerter Weg, ganz toll. Hütte so an lauter sehr bungalowartigen, flachen Häusern vorbei. Und habe das auch wirklich genossen. Auf einmal denke ich, sag mal, soll ich jetzt wieder zurückfahren? Da führte so ein ganz kleiner Sandwald. Fußmatschweg an dem Grundstück vorbei. In die Richtung, in die ich eigentlich wollte. Da dachte ich, oh, gucken wir mal. Und ich weiß, ich bin so ewig mal zu Fuß gelaufen. Ist aber schon ewig lange her. Das harte Stück und dann denke ich, hey, da hinten ist doch der Weg. Aber um an den Weg ranzukommen, fährt man so ein Stück wild über eine Wiese. Ich hab's geschafft, mein Hinterrad ist durchgedreht. Und ich dachte noch, oh je, wenn du hier mit dem Fuß runter musst, dann bist du ja voll mit dem Schuh im Matsch drin. Und das konnte ich verhindern. Aber so mit letzter Kraft, so fast stehend, habe ich mich dann auf den befestigten Sandweg gerettet. Ja, und ich habe dann heute auch mein Fahrrad fotografiert, weil es sieht wirklich aus, als wenn ich da mit Motocross gefahren bin. Richtig versandet, verspritzt. Also ich hoffe, dass es bald mal wieder ein bisschen wärmer wird, damit ich mein Fahrrad mal wieder pflegen kann. So die üblichen Sachen sauber machen, Dreck wegmachen, Speichen putzen, Nabel glänzend rubbeln, Kette abreiben, Kette fetten, vielleicht ein paar Schrauben wieder nachziehen. Oh, schaut mal hier auf dem Bildschirm. Seht ihr das? Wir können voll den Weg abkürzen. Und das machen wir jetzt. Und wir. Vielleicht gibt es ja was zu sehen. Wir gucken mal, ob man da was zu sehen kriegt. Oh, wir sind schon ganz schön gestiegen. Ich wollte eigentlich gar nicht so hoch fliegen heute. Ich gehe mal ein bisschen vom Gas runter. Also eigentlich wäre das genau die Ecke da, weil der Flugsimulator macht ja die Wege auch immer ein bisschen kürzer, weil er Rundungen reinmacht. Man kann ja keine Ecke fliegen. Da hat das System ja prinzipiell recht. Vielleicht ist es da vorne ein wichtiger Leuchtturm, den man sich anschauen kann. Fall ist da was.
So, dann kicken wir doch mal runter, wa? Sehr schön. Die Form erinnert mich sehr an die Zitadelle, also von dem unteren. Ich komme ja aus Berlin, aus dem Bezirk Spandau, oder ich habe da sehr lange gelebt, da komme ich nicht. Und diese Zacken erinnern mich halt an die Zitadelle, also irre, schön gemacht. Und da seht ihr, steht auch die Fahne. Ja, ein Glück, dass ich ein Stückchen weitergeflogen bin, wa? Hätten wir ja voll was verpasst, wenn ich das gemacht hätte. Da sehen wir noch zwei riesige Kirchen oder einen Dom und Kirche, keine Ahnung. Und dann nehmen wir wieder Jas, damit wir wieder ein bisschen hochkommen. Also was hier ein Haufen Kirchen rumstehen, da noch, da eine, zwei, drei, vier. Und versteht mich nicht falsch, das soll überhaupt keine Kritik sein. Ja, genau. Da soll jeder nach seinem Gutdünken glücklich sein und werden. Und einer meiner Lieblingssprüche ist, und das betrifft auch Religion, ich liebe die Freiheit des Andersdenkenden. So Leute, ungefähr noch roundabout 10 Minuten. Dann haben wir die erste Etappe geschafft. Ja, es ist noch was Aufregendes. Es wird vielleicht am Freitag überhaupt gar keinen Film geben. Da bin ich unterwegs. Und vielleicht interessiert euch das, das weiß ich nicht, aber ich habe beim Stöbern und beim Gucken gefunden, dass ich mit dem Auto nicht weit, zu Fuß, sehr weit von mir weg, so ein Museum gefunden habe, die sich für Fokker interessieren, begeistern. Sie haben auch eine Fokker nachgebaut, Technikmuseum, Flugzeugmuseum, wie auch immer. Und ich habe mich, das ist privat geführt sozusagen, keine Interessengruppe, wie auch immer, ich das weiß, das kann ich so nicht sagen, es sind ein paar Leute und ich habe da jemand angerufen und gesagt, hey, ich würde mir das ganz gerne mal angucken, vielleicht ist es auch interessant für meinen YouTube-Kanal und da werde ich hingehen. Natürlich wird es da noch keinen Film geben, weil der Mann ist nicht vorbereitet und aber ich werde mit ihm sprechen, ich werde mir einiges angucken, ich werde Eindrücke sammeln, vielleicht mache ich auch schon ein paar Bilder, wenn ich darf. Aber ich würde gerne mit ihm zusammen was machen. Und natürlich möchte ich euch das dann auch irgendwann präsentieren und zeigen. Aber wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt am Freitag schon was passiert, ist relativ gering. Aber mal schauen, vielleicht, wie gesagt, werden wir uns irgendwie einig. Vielleicht gibt es irgendwas, was er gerne hätte. Vielleicht gibt es etwas, was er mir gerne zukommen lassen könnte in dem Sinn am Material. Und ja, dann ist ja noch der Samstag da und dann werde ich vielleicht schon die ersten Eindrücke euch erzählen können.
Schauen wir mal, was kommt und wie es kommt. Und ja, das ist ein bisschen was in die Zukunft. Ich habe noch ein paar andere, ich habe ganz viele Pläne, die ich euch aber sozusagen nicht, bevor irgendwas spruchreif ist, präsentieren möchte. Aber das ist schon mal eine Idee, das ist schon mal... ich habe ja nichts Schlimmes vorgegriffen sozusagen und schauen wir mal, wie das werden wird. Ich habe gestern was Lustiges gehört. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn ich jetzt hier Blondinenwitze rausposaune. Wenn euch ein Witz mit Dicke einfällt, dann dürft ihr ihn gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin ja dicker, ich bin nicht blond. Was das betrifft, habe ich auch nicht viele Haare auf dem Kopf. Würde ich sie wachsen lassen, wären es vielleicht viele, aber ich lasse sie nicht wachsen. Ja, jetzt. Warum stellt eine Blondine eine leere Flasche in den Kühlschrank? Na, kommt ihr drauf? So, ganz einfach. Könnte doch mal sein, dass jemand zu Besuch kommt und der nichts trinken möchte. Ein Glück kann man das Mikrofon abstellen. Gerade einen fürchterlichen Hustenanfall. Ich habe mich an nichts verschluckt. Also es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie ein Schlückchen Wasser getrunken hätte, was ich gleich machen würde. Noch ewig am Steigen, ich habe das schon runtergetrimmt. Ja, wir gucken gar nicht mehr aus dem Fenster, oder? Ich bin nur noch darauf bedacht, gerade auszuschauen.
Ich denke ja, da wird gleich der Fußballkopf. Und diesmal haben sie ja hier den Fluglotsen ausgeschaltet. Es gibt auch Wildnisflüge, da ist das Funken mit dem Tower erlaubt, da funktioniert es. Microsoft hat sich gedacht, ich kann nicht so gut Dänisch und Schwedisch und Norwegisch und was weiß ich was alles, deshalb lassen sie es lieber. Das sah eben aus, als wenn so ein Flugzeug kopfüber im Boden steckt. Aber es war zu klein, um euch darauf aufmerksam zu machen. Ja, die Luft ist heute wieder ein bisschen bewegt. Fällt euch was auf, wenn ich nach da gucke? Oh je, oh je, oh je. Ich sehe schon, wie Semmelbrösel da sitzt und überlegt, schreibe ich jetzt was? Auf jeden Fall grinst er. Schönen Gruß. Und dafür gibt es diese Checklisten, ne? Damit sowas nicht passiert, hat man da so Checkliste, Licht ausgeschaltet, Fahrwerk eingefahren. Keine Ahnung, die Zusatztreibstoffpumpen ausgeschaltet, Landeklappen eingefahren. Und irgendwann mal werde ich mir, und das ist eigentlich relativ einfach, so eine Checkliste ausdrucken. Dann kann man solche Stifte nehmen, die man überall wegwischen kann. Da müsste ich auch noch welche in der Küche haben. Warum in der Küche? Da schreibe ich immer irgendwas auf die Fliesen, an das ich denken will oder was mir gerade durch den Kopf geht. Und da macht man so eine Checkliste. Dann schweißt man die in so eine Folie ein. Und dann hat man hinten ein Feld, wo man abhaken kann. Und dann kann man das nach jedem Flug wieder abwischen und kann es von vorne bringen. Und viele Dinge sind ja gleich. Ich meine, Landeklappen einfahren bleibt immer gleich. Lande- und Startscheinwerfer ein- und ausschalten bleibt gleich. Treibstoffpumpe überprüfen, Fahrwerk überprüfen, ob es ein einziehbares nochmal, ob man ein retractable Fahrwerk hat oder ein festes. Wenn man das nicht abhaken muss, dann ist ja auch gut, aber man könnte so eine Standardliste sich anfertigen, damit man am Flugsimulator immer, damit ich das nicht vergesse. Ihr vergesst es ja nicht. Ich vergesse es ja.
noch mal eine Ecke. Guck mal, da kommt noch eine Ecke. Und wir sind schon seit 36 Minuten und noch ein paar Sekunden zusammen. Möchte ich wissen, wie viel jetzt auf die Leiste unten gucken und sagen, nee, waren ja mindestens eine halbe Minute länger, mein Freund. So, schon wieder gucken wir sehr interessiert. Ich gucke immer nach unten, wenn wir an so einem Dorf vorbeifliegen. Ist das schon mal aufgefallen? Und schön hier so vorne Industrie und dann Wohnhäuser. Hier gibt es Windräder, die ich ja sozusagen, man könnte ja denken, ich hasse Windräder. Nein, ich mag den Strom, der von den Windrädern gewonnen wird. Aber ich mag halt nicht, du hast so eine unwahrscheinlich schöne Bergpartie und oben drauf steht so ein so ein nicht so schönes Windrad. Wenn ich das richtig verstanden habe, sollte da unten irgendwo eine große Kathedrale stehen. Da haben wir aber schon Größeres gesehen, wenn das jetzt gemeint ist.
Okay. Ich muss jetzt mich mal kurz orientieren, aber ich glaube, ich habe die Landebahn gesehen. So, die Räder haben wir zum Glück schon draußen. Check. Landeklappen haben wir an. Check. Landeklappen haben wir gesetzt. Check. So, das ist gecheckt. Wir haben sozusagen gemeinsam den ersten Schritt geschafft. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns gleich wieder beim zweiten Schritt. Bis dahin, bleibt gesund und euer Flieger Michel. Ade.